Ja, hallo aus Lang, da sind wir wieder, gleiche Stelle, gleiche Welle. Wir hatten ja in dem letzten Video über die Gearbox gesprochen von der Luke und wir sind ja so verblieben, dass wir einmal die Live-Reparatur am 02T-Getriebe von der VW-Gruppe einmal zeigen, wie einfach es ist, ein Getriebelager zu erneuern, und das kannst du in jeder freien Werkstatt machen. Dazu musst du nicht unbedingt spezialisiert auf Getriebeinstandsetzung sein. Da wir ja immer einen Kit-Gedanken haben, wie ich schon gesagt habe, wir haben immer eine Box, wo alles sich drin befindet, haben wir natürlich auch gerade für die Getriebeinstandsetzung hier ein Spezialwerkzeug. Das ist auch kein Hexenwerk, das ist genau dieses Werkzeug, was wir benötigen, um die Reparatur des Brillenlagers am 02T-Getriebe durchzuführen. Aber das brauchen wir erst später, und zwar dann, wenn der Kollege Presse gebraucht wird, brauchen wir natürlich auch dieses Werkzeug, aber ich wollte euch das mal nicht vorenthalten. Ja, was die Gearbox betrifft, hier habe ich schon mal die Dichtung rausgenommen. Dem eifrigen Beobachter wird aufgefallen sein, wir haben hier zwei Dichtungen. Ist absolut richtig, weil es gibt in dem Falle keine Eingrenzung und es gibt zwei verschiedene Dichtungen. Und man weiß nicht, wenn er das Fahrzeug in der Werkstatt hat, ist die eine oder die andere Dichtung verarbeitet, und dann haben wir gesagt, wir packen alle da rein. Dann kann nichts verkehrt gehen und dann braucht er nicht nochmal losfahren, um zu schauen, dass er die richtige Dichtung bekommt. Ja, der Kit-Gedanke, wie besprochen. Hier haben wir in der Gearbox alle Teile, die wir benötigen, um diese Getriebeinstandsetzung fortzuführen. Also, es wird so sein, dass der Kunde irgendwann bei euch auf dem Hof aufschlägt und sagt, er hat Geräusche, und zwar Getriebegeräusche, gerade Bereich fünfter Gang. Und der Grund wird sein, dass genau dieses kleine Nadellager ausgefallen ist. Es ist das kleine Nadellager vom fünften Gang, sitzt oben drauf. Das werden wir gleich sehen. Ich habe ja noch ein Getriebe. Wenn wir das auseinanderbauen, werde ich da nochmal explizit drauf eingehen. Aber dieses Nadellager geht kaputt. Man kann das wunderbar jetzt hier in dieser Einblendung sehen. So sieht es meistens aus, wenn das fünfte Gangrad runter ist. Dann kann man sehen, okay, komplett zerstört, macht natürlich Geräusche. Warum ist es so? Was führt dazu? Wir haben in dem 02T-Getriebe ein Brillenlager. Hier sind die beiden Wellen von dem Getriebe halt mit verpresst, und mit der Zeit verzieht sich dieses Brillenlager. Das führt aber dazu, dass wir halt dann eine Spannung in diese Wellen reinbekommen. Ja, und wie gesagt, der fünfte Gang sitzt hier oben drauf, der bekommt natürlich die volle Thermik ab, und dementsprechend, wie wir es gerade auf dem Bild gesehen haben, zerstört sich das. Und das gilt natürlich nicht nur, man kann natürlich eine schmale Reparatur machen, Deckel ab, dann halt einfach hier ein neues Nadellager reinmachen, aber das ist keine sachenfachte Reparatur und wird auch nicht lange halten. Also, Ziel ist es natürlich auch in dem Fall hier das Brillenlager mit auszutauschen. Soweit, so gut. Ich habe ja ein bisschen was vorbereitet, Werkzeug liegt hier schon, und wie es ja bei uns im Schulungscenter immer so ist, wir haben ja jede Menge Exponate, wir brauchen natürlich nicht alles immer komplett erstmal ausbauen, zusammenschrauben und so weiter und so fort, sondern bei uns ist es so, man kann es hier wunderbar sehen, hier liegt unser Getriebe. Wir haben das hier an so einem Getriebehalter, und ich würde euch jetzt erstmal exemplarisch zeigen, wie wir hier vorgehen. Als allererstes haben wir hier oben unseren Deckel, unseren Getriebedeckel. Dort werden wir jetzt die Schrauben lösen. Wie ihr schon sehen könnt, auch hier fehlen schon die ein oder andere Schraube. Das ist natürlich so, gerade wenn wir auch auf Messen sind, sind wir in der Lage, relativ schnell so hier eine Vorführung zu machen. Weil ich brauche euch, glaube ich, nicht erklären, wie man hier Schrauben aus dem Deckel rausnimmt. Das wisst ihr, das könnt ihr. Nichtsdestotrotz, in dem Fall sind wir eigentlich schon so weit, dass wir hier den Deckel runternehmen können. Jetzt kann man sehen, okay, hier haben wir schon den ersten Zugriff auf das Getriebe selber. Hier oben haben wir den fünften Gang oder das fünfte Gangrad sitzen. Hier sitzen Sprengringe drauf, und jetzt gilt es natürlich, dementsprechend das hier auseinanderzubauen. Als erstes nehmen wir natürlich hier die Schaltwelle raus. Die ist nur reingesteckt und wird tatsächlich nur von dem Getriebedeckel blockiert, damit es während des Betriebes nicht rausrutscht. Haben wir das, können wir hier schon die Welle bzw. das fünfte Gangrad rausnehmen. Und jetzt haben wir eigentlich schon vollen Zugriff in dem Fall auf das Getriebe selber. Jetzt haben wir hier natürlich Sicherungsringe. Die gilt es natürlich jetzt als nächstes zu entfernen. Das ist der erste. Und der zweite, Schutzbrille brauche ich in dem Moment nicht, weil die sind schon so oft auseinander gewesen. Da ist eigentlich keine Spannung mehr in dem Sinne drauf. Jetzt kann ich das runternehmen, das fünfte Gangrad. Und wir können schon sehen, okay, hier sitzt das Nadellager, welches zerstört geht und immer kaputt geht. Das sitzt hier drauf, hier sitzt das fünfte Gangrad drauf. Und hier unten können wir auch schon das Brillenlager sehen. Der nächste Arbeitsschritt,
wie wir unweigerlich sehen können. Hier sind 6 Schrauben, die werden wir jetzt als nächstes lösen. Damit das sind die Befestigungen von dem Brillenlager selber. Das Brillenlager wird nicht nur durch diese 6 Schrauben gehalten, sondern tatsächlich auch dadurch, dass es hier in dieses Gehäuse leicht eingepresst ist. Dazu brauchen wir natürlich nachher das Spezialwerkzeug, um das hier sach- und fachgerecht rauszupressen und natürlich um das Gehäuse nicht zu beschädigen. Ja, jetzt sind wir quasi schon hier oben soweit fertig. Ich habe hier noch eine Mutter, und zwar von dem Schaltgestänge selber. Die löse ich gleich mit. Wenn ich schon mal dabei bin, kann ich das Ding gleich mitlösen. Und jetzt könnt ihr sehen, jeweils hier auf der Seite als auch auf der anderen Seite sitzen die Orientierung vom Schaltgestänge. Die gilt es natürlich dementsprechend zu lösen, dass wenn wir gleich das Getriebe in die andere Position bringen, dass wir dann locker und flockig weiterarbeiten können. Heißt, raus, das sind die Arretierungen. So, haben wir schon gehört, es hat sich schon was da drin gelöst. Schaltarretierungen sind raus, und wie man hier unweigerlich sehen kann, hier sind Dichtringe, die sind natürlich bei uns in der Gearbox mit dabei, weil die gilt es natürlich am Ende des Tages auch zu erneuern. Jetzt sind wir in dieser Position schon mal bald fertig und können dementsprechend die Gearbox bzw. das Getriebe schon mal in die andere Position bringen. Auch hier haben wir normalerweise gute 18 Schrauben, die auch hier gelöst werden müssen, aber auch hier haben wir uns das relativ einfach gemacht. Wir haben das Ganze mit 3 Schrauben fixiert. Ich nehme mich jetzt erstmal raus. So, jetzt können wir hier schon das Getriebegehäuse abnehmen. Wie heißt es immer so schön? Überflüssiges Material. Ausgleichsgetriebe nehmen wir in diesem Fall raus. Und jetzt sind wir hier mit dem ersten Schritt, das alles loszuschrauben, schon mal fertig. Und jetzt müssen wir einfach nur noch mit der Presse die Getriebeeinheit, sprich die Getriebewellen auspressen, das Brillenlager auspressen, und das zeige ich euch gleich an der Presse, das ist der nächste Arbeitsgang. Ja, Arbeitsschutzsicherheit, ganz wichtiger Punkt. Wie man sehen kann, ich habe einen Teil unseres Spezialwerkzeugs hier schon mal draufgepackt. Was ich ganz klasse finde, es ist ja immer so, man hat jede Menge Spezialwerkzeug, aber hier, das werdet ihr gleich sehen, haben wir ein Spezialwerkzeug, was wir mehrfach nutzen, gerade beim Pressvorgang. Also, es geht jetzt darum, hier das Brillenlager aus dem Gehäuse zu pressen. Ich fange mal an hier und pumpe mich mal langsam in diese Richtung. So, und man merkt, ich baue Druck auf und drücke jetzt das Brillenlager raus. So, wir kommen zum nächsten Arbeitsschritt. Ich habe hier einmal diese Platte für unser Spezialwerkzeug oder aus unserem Spezialwerkzeug. Und den Kollegen, den kennt ihr von dem Pressvorgang, den wir vorher gemacht haben. Damit haben wir das Brillenlager ausgepresst, und mit dem pressen wir jetzt weiter. Und wie, zeige ich euch in der nächsten Einstellung. So, wie ihr sehen könnt, ich habe das Spezialwerkzeug jetzt gedreht, benutze das jetzt für den zweiten Pressvorgang. Hier ist die Platte aus dem Spezialwerkzeug mit dazugekommen. Und jetzt ist es einfach, die Wellen aus dem Brillenlager rausdrücken. Und das machen wir jetzt. Natürlich irgendwie gegenhalten, damit da nichts schief geht. Getriebe am Boden möchte keiner sehen, also von daher immer kräftig mit dem langen Arm da durch. So, und da haben wir die Kollegen. Schlicht und einfach. So, wie ihr unweigerlich gesehen habt, haben wir hier das nächste Spezialwerkzeug mit den Wellen bestückt. Und den kennt ihr, alter Bekannter, den habe ich jetzt schon 2-mal benutzt. Auch hier nutze ich ihn für den nächsten Pressvorgang wieder. Nächster Arbeitsgang ist das Brillenlager auf die Wellen setzen. Perfekt. Okay, nächstes Ziel. Hier ist so eine kleine Stahlhülse, die ist natürlich im Satz mit dabei. Auch hier, wir kennen ihn schon mehrfach, das ist quasi für das fünfte Gangrad, wo dann das Nadellager drauf läuft. Und das pressen wir jetzt ganz einfach mit dem nächsten Pressvorgang ein. Und fertig. Ja, und das war's. Damit ist mein neues Brillenlager drauf. Und jetzt geht es nur noch darum, das ganze Senkkind gleich zusammenzusetzen. Wieder rein ins Getriebe
Und das war's. So, letzte Einstellung, letztes Spezialwerkzeug. Damit wir die gleiche Höhe haben, kleine Unterlegscheibe, die ist im Spezialwerkzeug mit dabei. Draufsetzen. Und jetzt gilt es eigentlich nur noch, das Brillenlager ins Gehäuse zurückzupressen. Letzter Arbeitsschritt. Pumpen. Eingepresst. Und dann können wir eigentlich schon wieder zum Getriebe rübergehen, die Hebel einbauen, Arretierung einbauen und dann ist der Arbeitsvorgang dementsprechend auch schon gegessen. Ja, wie ihr gesehen habt, Pressvorgang ist erledigt. Die Einzelmännchen haben das Getriebe schon wieder zusammengebaut, aber das ist auch nicht das Ziel, was wir hier verfolgen, sondern wenn ihr genau wissen wollt, wie funktioniert das, Einbauanleitung oder auch einen kompletten Film zu der Getriebereparatur, geht auf den Rep-Expert, da ist alles hinterlegt, Medium-Bibliothek und so weiter und so fort. Jetzt sind wir soweit, haben alles wieder zusammengebaut, das Getriebe kommt, wird ins Fahrzeug montiert und dann gilt es natürlich Getriebeöl auffüllen. Und hier beim 02T-Getriebe gibt es eine Besonderheit. Ich zeige euch gleich mal am Laptop, wie die genaue Besonderheit aussieht. Da haben wir eine technische Information drüber gemacht. Und zwar schauen wir uns das mal direkt am Laptop an. Kommt mal mit, ich zeige euch das mal. Hier wieder Rep-Expert. Oben bitte Service-Informationen einmal anklicken. Dann haben wir hier oben unser Suchfenster. Wir haben ein 02T-Getriebe auslösen und dann haben wir hier schon Hinweis zur Getriebereparatur, fachgerechte Ölbefüllung des Getriebes. Einmal auf Download gehen und dann steht hier genau drin, wie ihr vorzugehen habt. Motor circa 2 Minuten mit eingewilligtem Gang laufen lassen, Motor abstellen, die Einfüllschraube herausschrauben und das Öl dann in dem Moment erneut bis zur Unterkante der Einfüllbohrung auffüllen. Heißt natürlich im Umkehrschluss, ihr müsst natürlich erstmal Öl auffüllen, dann den Motor laufen lassen, 2 Minuten, dementsprechend dann nochmal kontrollieren. So geht die genaue Befüllung des 02T-Getriebes mit der fachgerechten Ölfüllung. So, das war unser Beitrag zum Thema 02T-Getriebe, sprich Gearbox. In dem Fall möchte ich mich fürs Zuschauen wieder mal bedanken und klar, wir werden demnächst wieder neue Themen aufgreifen, wieder verfilmen und wir würden uns immer wieder freuen, wenn ihr mit zuschaut und euch wieder hier begrüßen könnt. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen hoch, gleiche Welle, gleiche Stelle und ansonsten wunderbar, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao, ciao.